Am 4. November fand der Auftakt der Lichtoper, einem künstlerischen Projekt des Hack-Museums, statt. Passend zur dunklen Jahreszeit zeigte bildender Künstler und Musiker Michael Vorfeld mit seiner Glühlampenmusik, wie Klang und Visuelles mit Hilfe von Mischpult und Leuchtkörpern verbunden werden kann. Traditionellere Beleuchtung gab es im Anschluss anlässlich des thailändischen Lichterfests Loi Krathong. Am 16. November, dem UNESCO-Welttag der Philosophie, lud das Ernst-Bloch-Zentrum zur Eröffnung der Sonderausstellung Engel der Geschichte. Unter dem von Blochs Wegbegleiter Walter Benjamin geprägten Begriff werden noch bis Anfang nächsten Jahres Werke aus der gleichnamigen Grafikedition des Künstlers H.A.P. Grieshaber ausgestellt. Auch eine Nachbildung des Angelus Novus von Paul Klee, das Bild, welches Benjamin maßgeblich inspirierte, ist zu bewundern. Nachdem zahlreiche Mädchen und junge Frauen ihre Werke eingesendet hatten, fand am 13. November die Preisverleihung des Kurzfilmwettbewerbs Girls Go Movie statt. Die besten 46 dieser ganz unterschiedlichen Kurzfilme wurden dem Publikum auf der großen Leinwand präsentiert. In Filmtalks konnten die Regisseurinnen anschließend die Hintergründe ihres Schaffens erläutern. Den vielfältigen Einsendungen entsprechend wurden 11 Preise verliehen, darunter der Jurypreis für den besten Film. Diesen durfte Tanja Hurle mit ihrem von Lewis Carroll inspirierten Film Wunderland entgegennehmen. An die Mikros fertig los! So heißt der Nachwuchswettbewerb des Radiosenders RPR1. Der Name ist Programm. Jugendliche konnten hier selbst produzierte Radiobeiträge einreichen, wahlweise zum Thema Meine Lieblings-App oder zu etwas Eigenem. Bei der Preisverleihung am 2. November wurden die 3 besten Beiträge geehrt. Ich bin Emma Bauer hier bei RPR1. Wer von euch vermisst ein Känguru? Die Frage stellen wir uns momentan im Nordsaarland. Im Kampf der sozialen Netzwerke liegt WhatsApp felsenfest vor Konkurrent Twitter mit 2,5-mal so vielen aktiven Nutzern wie der blaue Piepmatz. Und für alle, die WhatsApp nicht haben, ladet es euch doch mal runter. Ist meine Lieblings-App und vielleicht auch bald eure. Die Bedeutung einer solchen Veranstaltung unterstreicht Projektleiterin Andrea Willig. Also wie der Staatssekretär Barbaro ja gesagt hat, leben Jugendliche heute nicht nur mit Medien, sondern sozusagen in Medien. Umso wichtiger ist es, dass sie damit auch richtig umgehen können. Und in diesem Wettbewerb haben eben Jugendliche die Chance, das wirklich zu lernen. Dazu gehören kostenlose Workshops. Da wird einen Tag lang mal nichts anderes gemacht, als wirklich an Moderationen geschrieben, Themen diskutiert, Interviews geführt, damit der andere nicht nur ein Ja und Nein sagt, sondern da gibt es ja auch Techniken dafür, Töne geschnitten und so weiter. All das hilft allen Teilnehmern, Medienkompetenz zu entwickeln und mit Medien besser umgehen zu können. Und zwar denen, die hier einen Preis verdient bekommen haben, wie auch allen anderen, die mitgemacht haben. Insofern finde ich das schön und unterstützenswert. Auch hat das Medium Radio bei Jugendlichen noch einen gewissen Stellenwert. Für mich bedeutet Radio erstens mal Musik hören, aber auch wichtige Nachrichten zu den Menschen zu bringen. Ich finde das Faszinierende am Radio ist eigentlich, dass es das schnellste Medium immer noch heute ist. Es ist schneller als Internet, es ist schneller als Fernsehen. Das heißt, man kann schnell Infos weitergeben und das ist einfach spannend. Also ich will erst meine Schule fertig machen und dann auch in die Richtung Journalismus, Volontariat gehen. Ich habe jetzt auch gerade schon ein paar Infos aufgefasst und das ist auf jeden Fall das, was ich später mal machen möchte. Und wer weiß, vielleicht sind die Preisträger von heute die Radiomoderatoren von morgen. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Die Gesellschaft wird immer älter, gleichzeitig schreitet die Digitalisierung des alltäglichen Lebens immer weiter voran. Passend dazu schließt die nunmehr 3. Demografiewoche Rheinland-Pfalz mit der Veranstaltung Digital vernetzt im Alter. Ich bin dabei. Hier konnten am 13. November zahlreiche Interessierte im Heinrich-Pesch-Haus Antworten auf ihre Fragen rund ums Thema Internet, Social Media und Online-Shopping bekommen. Bereiche, die der älteren Generation oft eher verschlossen blieben. Das soll jedoch nicht so bleiben, denn trotz Unsicherheit ist der Wissensdrang groß. Die Technik schreitet immer weiter voran und ich möchte einfach auch dabei sein. Und hier erhoffe ich zu erlernen, eben mit diesen modernen Medien umzugehen. Und das verbindet ja praktisch uns
die wir jetzt älter werden mit der Außenwelt. Ich habe sicherlich wenig Detailwissen und nutze die Dinge, die für mich entweder beruflich oder privat im Moment hilfreich und nützlich sind oder mit denen ich konfrontiert werde. Ich gehe sehr viel ans Internet, Wikipedia. Früher habe ich da eine Duden genommen oder ein Lexikon. Heute mache ich das damit. Nur, woher weiß ich, dass das auch stimmt, was im Internet steht? Um die Wichtigkeit der Digitalisierung für Senioren ist man sich auf Expertenseite bewusst. Unsere Gesellschaft ist heute so durchdigitalisiert. Das heißt, wir haben so viele mobile Endgeräte und auch andere Sachen, wie zum Beispiel ein smartes Fernsehen oder sonstiges, dass Digitalisierung eigentlich jeden betrifft. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ältere Menschen am digitalen Leben teilhaben. Teilhaben heißt aber nicht nur, dass man ein Gerät zu Hause stehen hat, sondern dass man es auch nutzen kann, dass man beispielsweise über Smartphone mit der Familie, über WhatsApp, Streamer oder auch andere Dienste eben Kontakt hat, weil das schafft Miteinander und soziales Beisammensein. Also ein Beispiel, wenn die Enkel in München wohnen und die Kinder in Berlin, und man bekommt aber jeden Tag eine Nachricht, ein Bild oder auch nur ein paar Sätze, dann hat man am Alltag teil. Man bekommt mit, was funktioniert, was läuft vielleicht nicht, auch so Kleinigkeiten wie, oh Gott, mir ist das Essen in der Pfanne angebrannt. Ja, das macht ja Lebensqualität aus, ja, dass man eben zusammen ist. Mit Vorträgen, gegenseitigem Austausch und Möglichkeiten des praxisnahen Ausprobierens ist man hier hoffentlich dem Ziel ein Stückchen näher gekommen, die neuen digitalen Möglichkeiten unserer Zeit für alle Generationen greifbar zu machen.